Hey Leute, Vicky war jetzt das ganze Wochenende nicht da und ich glaube, dass sie mir zumindest versucht, richtig aus dem Weg zu gehen, weil sie... Also folgendes. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Es kann ja sein, ich sortiere. Gestern, Freitag, wo wir sie verfolgt haben und da haben wir gesehen, dass sie zu Marlene geht und sie meinte, ja, es ist ein Fotoshooting, aber es kann ja sein, es stimmt. Ich meine, wir wissen ja nicht, ob Vicky uns anlügt oder nicht. Ich meine, vielleicht macht sie wirklich ein Fotoshooting für Marlene und es wäre eine logische Erklärung, aber vielleicht auch nicht. Die Frage ist ja, hast du sie darauf angesprochen oder nicht? Vicky war das ganze Wochenende nicht da. Und wo war sie? Weiß ich nicht, bei Lise vielleicht? Ja, wie vielleicht? Hast du Lise gefragt, ob sie da war oder hast du mit ihr geschrieben nein, oder irgendwas? Nein, Lise. Du hast gar keinen Kontakt mit ihr? Nee. Und jetzt? Ja, jetzt können wir Marlene fragen. Mein Gott, Leo, wirklich, das ist so eine große Spinne in Lottes Zimmer. Oh mein Gott, das ist so schlecht, ich zitter am ganzen Körper. Kannst du dich bitte wegmachen, das ist wirklich widerlich. Bitte, Leon, wirklich, die ist riesig, wirklich, und ich habe so Panik vor Spinnen. Oh mein Gott, bitte. Die ist rechts oben in Lottes Zimmer, bitte, danke. Ja, schwierig. Hey, ein nices Oberteil. Partnerlook richtig. Übrigens, wir feiern das bei der Überraschung für Leon. Wir haben davon gehört und fanden das voll cool. Voll eine gute Idee. Richtig coole Idee, was du da machst. Also das Fotoshooting. Also Vicky hat uns davon erzählt, dass du das Fotoshooting ist für... Überraschung. Also für Vicky. Also das Fotoshooting, was du mit Vicky machst. Für Leon. Die Überraschung. Ach, die Überraschung, das Fotoshooting für Leon, ja klar, habe ich schon ganz fast vergessen, ich stehe gerade irgendwie voll auf dem Schlauch, weil ich habe ein bisschen Zeitdruck, weil meine Mittagspause ist jetzt vorbei, deswegen muss ich jetzt gleich los zur Arbeit, davor gehe ich nochmal schnell zu Leon, deswegen schönen Tag euch, ne? Was soll denn das? Erst spioniert ihr mir nach, jetzt irgendwie befragt ihr Marlene, glaubst du mir denn nicht? Nee, tatsächlich nicht. Also, mittlerweile habe ich irgendwie das Gefühl, du versuchst dich seit der Trennung mit Louis irgendwie... Nein, du hast jetzt Sendepause, wirklich. Irgendwie habe ich das Gefühl, du möchtest dich mit meinen Angelegenheiten irgendwie ablenken. Weißt du, wenn es dich ablenkt schon, irgendwie bei mir so deine Nase reinzustecken, dann kümmere dich doch endlich um meine Hochzeit als meine Weddingplanerin und beste Freundin. Das wäre doch mal hilfreich. Glaubt ihr auch, dass ich das nur mache, um mich von Louis abzulenken? Leute, ich habe es euch noch gar nicht erzählt, aber ich habe jetzt einen Online-Shop gemacht, um eben diese Pullover, was deine Idee war. War absolut meine Idee. Ja, ich weiß, das war meine Idee. Also ich habe jetzt die Seite gemacht und ich zeige es euch mal einfach kurz. Sieht auch echt schön aus. Ich bin voll stolz drauf. Also da ist es mein Account, dann ist hier ein Bild von dem Pullover und eben, dass ich sie halt für 40 Euro verkaufe. Und wie viele Bestellungen hast du schon bekommen? Erzähl ich schon mal kurz nach. Naja, aber so lange gibt es ihn jetzt auch noch nicht. Also mach dir keinen Kopf. Das ja. Girl, mach dir keinen Kopf. Ja. Yes. Oh mein Gott, ich wollte dir eh noch was zeigen. Ich war noch nicht auf TikTok. Warum habe ich das? Egal. Also, ich war noch nicht auf TikTok und das wollte ich dir neulich schon schicken. Your Money. Warte. Und die erklären dir, wie du dein Business aufziehen kannst. Und vor allem erklären sie dir auch diese nervigen Sachen wie Steuern und so. Damit habe ich mich tatsächlich noch nicht auseinandergesetzt. Die machen so ganz kurze Videos und es ist super leicht erklärt. Das ist richtig geil. Wie geil sind diese Videos? Das ist so einfach erklärt einfach. Ich meine, damit wird das Business sofort funktionieren. Bestellung, zack, 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 zack. Okay, dann habe ich jetzt die Bestellungen einmal. Also, ich muss erstmal Bestellungen reinbekommen. Und der Praktikumsplatz. Ist kein Praktikumsplatz. Es ist ein Vorstellungsgespräch für ein Praktikumsplatz. Es ist noch nicht mal ein Praktikum. Ist doch egal, auf jeden Fall gehst du da hin und ist Theater in München. What the fuck? Das ist richtig, ich würde es richtig. Das ist so geil. Ich kann da, glaube ich, richtig viel lernen. Ich meine, besser kann es nicht werden, wirklich nicht. Tatsächlich nicht. Ja, siehst du? Fuck. Oh mein Gott. Oh nein. Besser kann es nicht werden, ja. Ich hätte es nicht sagen sollen. Oh, so, wie geht's? Ja, alles gut. Oh, meine Nägel sind zu lang einfach. Sorry. Oh. Mimi. Michi hat mir geschrieben. Michi hat dir geschrieben. Ich schick's euch rein. Was soll ich jetzt schreiben?
zusagen? Wirklich? Also, sorry, aber der ist süß. Ja, aber ich will und ja... Und er ist süß. Und er sieht gut aus. Und er ist süß. Aber ich möchte ja nicht irgendwie falsche Hoffnungen in ihn geben. Ihr geht was trinken. Und außerdem lenkt sich ab. Kannst du mitkommen? Vielleicht. Ich bin schon unterwegs. Mit? Theo. Der hat mich nämlich auch gefragt, ob ich das trinken gehen will. Ja, warum kommt ihr nicht einfach mit? Euer Doppeldate? Ja. Ich hatte noch nie ein Doppeldate. Vor allem muss ich nicht alleine gehen. Und ich kann Zeit mit dir verbringen. Oh mein Gott, wir haben ein Doppeldate zusammen. Wir hatten noch nie ein Doppeldate zusammen und wir hatten noch nie ein Doppeldate. Wir müssen es aber hübsch machen. Nein, ich denke, du machst das vielleicht auch, um dich abzulenken. Aber in erster Linie möchtest du herausfinden, wie du Vicky helfen kannst. Ich möchte auch wissen, was da los ist. Und ich würde Lisa auch weiter noch sagen, was in der Zeit passiert ist. Siehst du? Ja. Ich möchte Vicky einfach nur helfen und dass sie... Warum hat sie plötzlich das Gefühl, dass sie uns nicht sagen kann? Wir haben doch bisher immer darüber geredet, vor allem, wenn es um Marlene ging. Weil es geht ja gar nicht darum, wir wollen ihr nichts Böses. Wir wollen ja ihr nur helfen, falls irgendwas ist, weißt du? Ja. Aber dazu muss sie erstmal sagen, was los ist. Und ich vermisse Louis, aber es hat gerade nichts mit Louis zu tun. Hey Lotte, Vicky ist bestimmt gerade einfach nur sauer, weil sie weiß, dass ihr über ihr Geheimnis Bescheid wisst. Mach dir keine Sorgen. Sie beruhigt sich bestimmt. Eben. Und ich meine, du kennst sie, dann ist sie sauer und am nächsten Tag ist wieder alles gut. Ja, sie soll halt einfach nur wissen, dass wir ihr nicht schaden wollen, sondern ihr eigentlich helfen wollen. Vielen Dank für eure ganzen Nachrichten. Ich lese mir gleich noch die anderen durch. Aber es hilft einfach, das durchzulesen. Danke euch. Oh mein Gott, Leute, ohne Spaß. Das ist die beste Bar überhaupt, wirklich. Die ist immer bummvoll, da sind immer geile Drinks und vor allem sind da süße Typen. Ich meine, ich brauche jetzt gerade keinen, aber du vielleicht, falls du mir hier nichts sagen kannst, du ja einfach ganz viele Typen aussuchen. Und jetzt wirklich, ist es so geil und die kennen mich auch schon. Und es ist überhaupt kein Problem, da reinzukommen. Die Uhrzeit jetzt. Ja, natürlich. Hi, habt ihr noch was frei für uns? Natürlich, geht's einfach rein. Danke. Danke dir. Wieso? Man kennt mich ja einfach schon. Aha. Hi. Hi. Was ist denn das so voll? Normalerweise ist es voller. Warte, Emmy! Hi, ich. Hey! Ich bin dann da. Okay. Hi. Hi. Wie geht's dir? Gut und selbst? Gut siehst du aus. Danke, du auch. ich habe eine Freundin dabei, also die ist da drüben. Wir könnten uns einfach dazusetzen. Ja. Gerne. Okay. Habt ihr auch noch hier dein T-Shirt? Ah, das ist, ja, na, danke. Genau, also sind auch alle Kotzflecken eigentlich rausgegangen. Also ich habe es mit extra Bleichungsmittel noch gewaschen. Das ist sehr nett, danke. Danke. Dann gehen wir rüber, oder? Ah, okay, ja? Ja. Passt. Hey! Ja, genau. Hi! Hi! Lotte, hat er was zu tun? Ja, klar. Das ist Michi. Hi. Das ist Theo. Servus. Servus, Michi, hi. Wir haben uns gedacht, dass wir ein Vierer-Date machen. Cool für euch? Ah, okay. Ja, okay. Okay, sehr gut. Ja. Auf einen guten Abend. Ja, absolut. Ja, das hat dann jedenfalls damit geendet, dass ich da oben ohne von dieser Box heruntergedonnert bin. Oh mein Gott. Wem hätte die aber auch passieren können? Aber also ganz hell. Doch, doch. Hallo. Okay, ja. Oder Theo macht es heute einfach. Oh, Theo. Das steht da einfach drin. Hast du noch gesagt, dass du Melone? Melone? Gute Melone. Gute Melone. Ja. Gute Melone. Ist sie so süß? Ist sie süß? Das ist ja, aber weißt du, er flirtet auch voll viel. Er flirtet end viel. Ja, er mag dich halt. Aber ich weiß nicht, weil ich das nicht verarsche. Ich weiß ja noch gar nicht, was ich hinführen soll. Und ich weiß noch gar nicht, ich weiß nur nicht, ob ich das will, aber ich weiß es doch gar nicht. Ich will einfach, ich weiß halt noch nicht. Ich will Spaß haben. Wir sind noch eh heute nur da, um einfach Spaß zu haben. Deswegen lass alles auf die Zukunft. Was ist mit dir, mit Michi? Ja, süß.
Ja. Und ich glaube, er hat auch verstanden, dass ich nichts Festes oder mehr will. Geiler Zuge, komm. Check Leo her. Spaß. Ja, was? Ich hab keinen Burger. Also ich hab nur noch Karten. Es tut mir leid, wir nehmen nur Bargeld leider. Da bin ich raus. Ich hab nämlich nur noch Karten dabei. Okay. Okay, dann gebe ich euch noch kurz Zeit zum Überlegen und dann komme ich auf jeden Fall. Danke. Okay, danke! 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 Ja, ärgerlich. Ich habe aber schon noch Bock zu saufen. Ja, aber wir können ja mehr zu machen. Also wir könnten uns ja was leihen. Leihen? Was leihen? Ja, also ein bisschen leihen, halt von hinter der Bar. So. Also sowas mache ich lange nicht mehr. Ich klaue schon lange nicht mehr. Das habe ich mal gemacht, das war eine Phase, mache ich nicht mehr. Machst du eigentlich auch heiße Schokoladen? So, oh, auf gar keinen Fall, nee. Nicht? Nee, auf gar keinen aber Fall. Aber an so einem schönen Sonntagabend hast du doch bestimmt auch mal heiße Schokolade, oder? Eventuell eine Ausnahme, sage ich mal, aber sonst auf gar keinen Fall. Gar nicht? Na, aber was ist, wenn ich jetzt eine heiße Schokolade haben wollen würde? Ich sag doch, eventuell eine Ausnahme, aber eigentlich nicht, nee. Okay. Das ist gar nicht so. Was kannst du denn? Oh, 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 oh. Warte mal, Komm, warte. Shit. Aber bist du sicher, dass du mir nicht noch eine heiße Schokolade oder so? Kleine Bierchen, bitte. Kleine Bierchen. Oh, bitte. Oh Gott, bitte. Oh, ich überrasse mich. Entschuldigung. Okay, das war ein bisschen knapp. Das war richtig knapp. Aber ich hatte ja echt schon die Polizei am Hörer. Aber es ist nichts passiert zum Glück. Es ist nichts passiert. Geht's dir gut? Mir? Ja. Und dir? Ja. Sag ich immer. Ich hab's getrunken.